Start hinter mir, ich bin zuerst raus. Wir haben einen ziemlichen Rückenwind und brennen gerade einfach mit Gleitzeit 12, Gleitzeit 13, Gleitzeit 14 aus da entlang. So, wir sitzen gerade die Hitze des Tages aus, was wir uns nicht gedacht haben, dass es heute geben wird. Wir sitzen jetzt eigentlich seit 2 Stunden recht deppert da an einem Bach und warten, bis es Gewitter kommt. Währenddessen hätten wir eigentlich super fliegen können. Es schaut momentan echt gut aus, also die Wolken sind jetzt hoch. So, ich präsentiere mal die andere Seite. Wir sind in der Früh aufgestanden, haben keinen Wetterbericht gehabt. Der Himmel war relativ schwarz, es waren Linsen dort. Der Wind war eigentlich so fast aus der falschen Richtung. Und wir sind trotzdem gestartet und haben den Wahnsinnsgleitflug überhaupt gehabt mit dem Schnitt Gleitzeit 10. Also ich für meinen Teil beschwere mich nicht. Wir sind jetzt irgendwie doch über den Fluss noch rübergekommen. Es ist noch relativ früh, kurz nach 8, aber wir schlafen da vorwiegend, weil einfach mein Fuß nicht mehr mitmacht. Morgen rauf noch auf dem Monte San Simeone, das sollte sich auf alle Fälle ausgehen. Und dann runter nach Cemona und da schaue ich dann einfach weiter. Der Dani schläft jetzt ein bisschen weg, wir hoffen, dass wir uns die Mücken aufteilen. Und ich versuche jetzt dann noch, dass ich mir irgendwie ein Essen runterwürge. Hunger habe ich eigentlich keinen mehr. Aber ja, Kalorien braucht man trotzdem. Geht's weiter? Was haben wir gemacht? Wir sind auf dem Monte San Simeone aufgeficht, muss man sagen. Das sind 1000 Höhenmeter zum Gehen, also ziemlicher Hatscher. Also wir sind beide schon ziemlich fertig gewesen und waren dann richtig froh, wie wir oben waren. Wir sind da! Haben da oben dann allerdings super Startbedingungen gehabt. Das ist ein offizieller Startplatz im Fluggelände und sind mit ein bisschen Gegenwind da jetzt direkt in den nächsten Ort, Cemona, geflogen.
Aber ich bin schon mal glücklich, dass wir in Cemona sind. Also, das ist schon mal netter vielleicht Abschluss, wer weiß. Statistik bis jetzt, 3 Übernachtungen, 3 Flüge, 4 Hatscher. Passt schon.